Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4 der 100 Baby Challenge. So, meine Lieben, wir warten darauf, dass Eleanor nach Hause kommt. Wann hat sie Schluss? Um 22 Uhr. Es dauert also noch ein bisschen. Ich werde jetzt erstmal hier einmal die Kinder wecken, damit die wenigstens mal noch ihre Hausaufgaben machen können, weil das dann doch ein bisschen wichtig ist. Und wenn die das dann geschafft haben, dann, ja, aber gut, bei Aiko ist es jetzt nicht wichtig. Die wird sowieso nur einmal zur Schule gehen und dann ausziehen. Von daher passt das schon. Er nimmt sich erstmal hier. Ah nee, er räumt auf. Ach ja, das ist ja schön. Ach, guck mal hier, die Torte, die kann dann auch wieder in den Kühlschrank. Wer hat denn hier? Ach so, das war Eleanor. Die wollte was essen, kam aber dann nicht mehr dazu und er räumt jetzt hier alles auf, das ist gut. So, was ist mit dir? Ach so, grauenhafter Schultag, alles klar. Und du hast auch noch irgendwie vergammeltes Essen oder sowas. Nee, das ist ein Bug. Okay, sie hat kein vergammeltes Essen in ihrem Inventar. Dann ist ja gut. So, Jani, wie schaut's bei dir aus? Gemälde anfertigen, abgeschlossen. Okay, er muss dann auch erst morgen wieder zur Schule, zur Arbeit. Dann ist ja gut. Dann würde ich sagen, wir versuchen mal hier so viel wie möglich von dem ganzen Zeug zu essen, was hier so drin ist. So, wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, meine Liebe, dann kannst du dir auch etwas zu essen nehmen. So, und du auch. Sehr schön. Was ist mit dir? Du hast auch Hunger. Ja, dann kannst du dir auch etwas nehmen. So. Okay. Jetzt klingelt hier schon wieder das Telefon. Nein, wir kommen nirgendwo hin. Gleich kommt Eleanor wieder nach Hause. Aber es sieht hier nicht so gut aus bei ihr. Ich glaube, sie schafft das nicht mehr. In den 2 Stunden. Ah, vielleicht ja doch noch. Wer weiß, aber ich denke eher nicht. Nee, nee, das reicht nicht. Jetzt hat sie schon wieder geklingelt. Aber was wollt ihr eigentlich alle? Wir wollen hier nicht die ganze Zeit Party machen. Das ist kein Party-Mach-Let's Play. Ich warte darauf, dass Eleanor wieder nach Hause kommt. Hat einen Karton Schokoladeneis hergestellt. Na super. So. Moment. So. Ach ja, hier haben wir ja auch noch das ganze Obst und Gemüse und so. So, gleich ist 22 Uhr, dann kommt sie wieder. Aber sie wird leider nicht befördert. Es fehlt ein kleines Stückchen. Naja, was will man machen? So ist das, ne? Jetzt dürfen wir erstmal 3 Tage warten. Aber das ist nicht so schlimm. Dann kann sie wenigstens, ja, sich um das Baby kümmern, wenn es dann halt bald da ist, ne? Es dauert ja nicht mehr lange, denke ich mal. So, dann lassen wir sie jetzt erstmal schlafen. Und die anderen, die müssen wir dann auch gleich wieder ins Bett legen. Zumindest die Kinder. Wir haben nämlich schon wieder 22 Uhr. Und die müssen halt fit sein. So, mal gucken. Ich bin falsch. Wieso? So, jetzt kann ich Isabeau anklicken. Ich dachte gerade, was ist denn hier los? Warum kann ich sie denn nicht anklicken? Aber jetzt funktioniert das, dann ist ja gut. So, dann würde ich sagen, du gehst genau. Du gehst mal schlafen und du gehst auch auf jeden Fall mal schlafen. Du gehst dann erstmal zur Toilette. Und dann schlafen. So, und was der Rest macht, ist mir eigentlich egal. Du kannst auch mal zur Toilette gehen. So. Und Candy? Candy geht's eigentlich ganz gut, ne? Die kann halt hier aufräumen ohne Ende. So, hier machen wir noch eine Garnitur auswählen. Und Topping auswählen. So. Perfekt. Automatische Lichter. Wieso ist hier das Licht an? Hä?
Ist hier jemand drin in dem Zimmer oder warum ist hier das Licht an? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Naja, ich würde mal sagen, wenn die beiden dann da fertig sind, dann können sie ja ein bisschen Techtelmechtel machen. Warum auch immer manche Lampen hier jetzt nicht mehr ausgehen. So, dann muss ich es halt so ausschalten. Das ist ja merkwürdig. Wenn ich jetzt automatische Lichter mache wieder, dann bleibt es wieder an. Naja, ist ja egal. Keine Ahnung, woran das liegt. So, dann spule ich mal wieder ein bisschen vor, damit die Nacht hier schneller rum ist. Ihr solltet doch Techtelmechtel machen. So, gehen Techtelmechtel machen. Waldemar ist auch wieder da. Waldemar ist wieder da. Oh Gott, sie muss ja erstmal ausschlafen. Irgendwie schläft sie nicht so gut, kann das sein? Es dauert ziemlich lange, bis das da aufgefüllt ist. So, und die haben hier noch voll Spaß, das ist schön. Und die sind immer noch fit. Naja, aber ich würde sagen, ich lege euch jetzt trotzdem mal schlafen, damit einfach der Rhythmus wieder kommt. So. Alle sind am Schlafen. Nur Waldemar nicht, der spukt hier rum. Ja, Eleanor hat jetzt erstmal 3 Tage frei. Mist. Ach Mann, ich hätte mich so gefreut, hätte das geklappt, weil dann hätten wir den Job nämlich schon direkt wieder kündigen können. Aber nö. Natürlich klappt das nicht. Warum denn auch? So ein kleines Stückchen nur. So ein kleines Stückchen fehlt. Oh nee, du gehst da jetzt mal nicht baden. Gehst mal schön duschen. Und danach kannst du zur Toilette. Genau, und dann kannst du Fernsehen gucken. Hast du Hausaufgaben gemacht? Ja, hat sie. Perfekt. So, Motorik müsste sie eigentlich noch lernen, aber ich weiß nicht, ob wir dafür noch Zeit haben. Aber sie könnte auch sozial lernen, da hat sie ja schon 81%. Dann machen wir doch noch ein bisschen Reden üben. Na, das ist doch super. So, dann gucken wir noch eben bei ihr, was hier los ist. Eieiei, hier ist alles. Oh mein Gott, das Klo ist kaputt. Ich glaube, er hat es kaputt gemacht. Naja, dann geh du halt mal erstmal duschen. Pinkel in die Dusche oder sowas. Nee, das macht sie nicht, ne? Dafür ist sie zu anständig. So, dann musst du jetzt hier mal eben aufs Klo gehen. Du hörst mal eben da auf. Und gehst hier reden üben. Genau. Komm schon, beeil dich, dann schaffst du es noch. Okay, sie hat es noch geschafft. Das war knapp. So, was musst du denn noch lernen? Ja, sie ist noch ein bisschen weiter zurück. Sie braucht halt noch ein bisschen länger als die anderen. Aber sie ist ja auch erst eine Dreierschülerin. So, deswegen brauchst du dir da nicht so einen Stress machen. Nimm dir einfach was zu essen. So, und dann kannst du nebenbei ein bisschen Fernsehen gucken. Das ist doch super. So, du gehst auch gleich zur Schule eben. Sie macht vorher noch Yoga. Ein bisschen Yoga am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen anscheinend. So, Eleanor ist ziemlich gut ausgeschlafen, würde ich sagen. Deswegen machen wir jetzt hier mal schon mal die Insta-Reparatur. Und dann das verdorbene Essen rausräumen.
So, und dann hoffe ich mal, dass das Kind bald kommt. Und ich hoffe vor allem, dass es Zwillinge werden, aber bei meinem Glück werden das keine Zwillinge. So wie immer. Ich habe da einfach kein Glück bei. So, hast du es geschafft? Du hast es doch schon geschafft, Mensch. Mach doch noch was Schönes. Hier noch ein bisschen Fernsehen gucken oder so. So. Hunger hat sie gar nicht. Sie fühlt sich unwohl. Warum? Weil es hier schmutzig ist oder so. Aber so schmutzig ist es doch hier gar nicht. Hm. Naja. Unfreundliche Umgebung. Naja, so schmutzig ist es doch gar nicht. So, Eleanor, komm, du kannst mal aufstehen. Repariere mal die Anlage. So, perfekt. Ah ja, okay. Das hier müssen wir dann natürlich jetzt wegwerfen. Obwohl, das kann ich auch so machen. Zack. Hier hat es doch gerade geklingelt, oder? Hier war das. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hey, Moment, Kinder, ihr müsst in die Schule. Ah. Nein, zur Schule, zur Schule, zur Schule. Meine Güte. So, wie sieht's mit dir aus? Du musst um 9 zur Arbeit. Abgeschlossen. Gemälde anfertigen, abgeschlossen. Das ist wunderbar. Welche Stufe haben wir denn schon? 5. Das ist auch wunderbar. So. Ja, und die beiden Frauen, die können sich dann hier, keine Ahnung, einen schönen Tag machen oder so. Wenn jetzt hier alle in der Schule sind. So, du musst bitte fleißig lernen. Und Jani muss jetzt gleich zur Arbeit. Du hast auch nicht mehr viel Zeit. So, Eleanor macht gerade nichts. Dann würde ich sagen, kümmere dich um deinen Garten. Ach, nicht du. Eleanor. So, alles ernten und Garten pflegen. Sehr gut. So, Kenny macht nichts. Die kann hier oben ein entspannendes Bad nehmen oder so. Ein Rosenblätterbad zum Beispiel. Das kann sie machen. Während Eleanor hier die Pflanzen macht. So, er ist zur Arbeit gegangen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, direkt mal fleißig arbeiten lassen. Aber das Licht hier in dem Zimmer leuchtet immer noch. Ich glaube, das ist kaputt. Ich werde das mal ausschalten. So. Fertig. Gibt's da halt kein Licht. Ich weiß auch nicht, warum das nicht funktioniert im Moment. Naja, ist ja auch egal. So, wir machen hier den Garten schön. Getränke zubereiten werden wir dann auch noch direkt. Dann haben wir das auch schon wieder gemacht. Ich glaube, so 3 Stück müssen wir, glaube ich, zubereiten. Dann hier können wir Wasser und Mineralwasser zubereiten. Und dann haben wir es sowieso geschafft. Spukender Landsitzmeloir oder so. Das machen wir auch. Oh, ich finde das so doof, ey. 4 Tage bis zur Arbeit. Wieso 4? 1, 2, 3. Ja, okay, 4. Gut. 3 Urlaubstage. Am 4. Tag müssen wir dann arbeiten. Oh, das ist so doof. Abwarten. Chance wahrnehmen. Verschlechterung. Ach, Isabo, was ist denn los mit dir? Sei doch mal nicht so. Streng dich doch mal an, Mensch. Nein, das Kind ist in der Schule und da wird gefragt, ob sie mit in den Nachtclub möchte. Das kann euch nicht wahr sein. Was denn jetzt? Oh, eine Künstlerin, die unkonventionelle Materialien wie
dreckiges Badewasser und geronnene Milch verwendet, will Jani immer in eine hitzige Diskussion verwickeln. Soll Jani mit ihr über theoretische Kunst streiten oder sie ignorieren? Keine Ahnung. Machen wir einfach mal hitzige Diskussion. Oh, Leistungsverschlechterung mittelgroß, das war so klar. Oh, die Wehen. Ja, Eleanor platzt. Aber, meine Lieben, sie platzt erst im nächsten Part, denn ich werde nun einen Cut machen an dieser Stelle. Wir sehen uns dann also in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.